Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal was ganz anderes. Heute gibt es kein Fleisch. Heute ist es auch nicht kalt, obwohl der 30. Oktober ist. Ich stehe in kurzer Hose und die Sonne ballert wie Sau. Wir haben heute Fisch. Ausnahmsweise. Gibt es nicht so oft. Aber kann man mal machen. Wir haben hier drei Forellen, die schon hoffentlich, also für jeden, der öfter Fisch isst oder Angler ist, der wird sich gerade am Kopf fassen, gehe ich von aus, aber ich habe mein Bestes gegeben. Blende ich euch mal kurz hier oben ein. Und um die ganze Sache dann noch abzurunden, werden wir die in Alufolie einpacken mit ein bisschen Kräuterbutter und Zitrone, ein paar Gewürze und dann sollte die ganze Sache hoffentlich schmecken und reichen. Vorbereitung diesmal drinne, damit die Filets auch so werden, wie wir es wollen, weil wir keinen Bock auf Gräten haben. Und da ich jetzt einmal diese Methode anwenden kann, mache ich es auch, weil jeder kennt den Film. Ja, küss mich, küss mich, küss mich. Ja, nee, Schluss mit lustiges Essen. Das lassen wir. Das Filetieren, mal jetzt nur kurz grob. Das könnt ihr euch in einem anderen Video angucken. Ich bin kein Angler, ich bin kein Fischprofi. Ich versuch's auch nur. Also, switch mal wieder rum zu demjenigen, der dann den Rest davon einpackt. Hier, keine große Sache. Die schon bereits fertigen Filetstücke. Wo mühselig mit der Pinzette die Gräten noch rausgemacht wurden. Mit ein paar Gewürzen, Pfeffer, Salz, Thymian, Rosmarin sollte reichen, weil wir haben der Kräuterbutter ja auch noch ein paar Gewürze. Na, was ihr seht. Da war wieder. Selbst die Kräuterbutter schmilzt schon. So, das hier so ein Paket. Das ist bestimmt jetzt ein übelst beschissenes Geräusch auf der Kamera. Ich versuche mich zu beeilen. Naja, das hängt ja ruckzuck. Mal die nächsten zwei noch. Und dann hauen wir es auf den Grill. Jo. Eingepackt sind sie. War keine große Sache. Den ruckzuck. Der Grill hat jetzt schon vorher jetzt. Rechts Brenner an, links Brenner an. So, das war, naja, so circa bei 200 Grad sind. Jetzt packen wir die Burschen hier einfach nur in die indirekte Zone für 10 bis 15 Minuten. Mehr brauchst nicht. Dann sehen wir uns beim Rausholen bzw. beim Kosten wieder. Ich kann nur hoffen, dass erstens keine Gräte drin ist und zweitens, dass es schmeckt. Ansonsten habe ich echt ein Problem. Bis gleich. So, eine Viertelstunde ist rum. Ob es was geworden ist, weiß ich noch nicht. Aber wir rühren mal ein so ein Paket raus. Und gucken uns an, ob das Endresultat sich sehen lassen kann. Also der haut hier auf jeden Fall schon mal ab.
Ha. 15 Jahre nicht so. Das ist nicht schlimm. Aber der ist. Jo. Auf jeden Fall so. Wie wann haben wir ihn? Und ist auch noch heiß. Ich werde es nie lernen. Aber schmeckt auf jeden Fall geil. Das Schöne ist, man kann essen, ohne aufzupassen, wenn keine Kräten drin sind. Nee? So. Ist das warm? Ja, heute mal ein bisschen kürzeres, ein bisschen anderes Video. Wie gesagt, jeder Versuch macht klug. Klug. Oder schlau. In diesem Sinne, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wir sehen uns nächste Woche. Da gibt's wieder Fleisch. Das ist eher so meins. Also, macht's gut.